CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet ist auf einer Wahlkampfveranstaltung in Osnabrück von einem aufgebrachten afghanischen Staatsbürger konfrontiert worden. Der Mann, der nach eigenen Angaben seit 10 Jahren in Deutschland lebt und arbeitet, machte den Behörden schwere Vorwürfe. Ich habe keine Papiere, ich habe meine 5 Jahre Steuer bezahlt, ich mache meine Arbeit gerade. Ich kann nicht einen afghanischen Pass besorgen. Stadt Osnabrück rufe ich an, die geben mich keine Möglichkeit. Rufe ich afghanische Botschaft, gehe ich dahin, ich habe die Nummer, ich konnte das zeigen, wie viel Mal habe ich wenigstens in dieser Zeit angerufen und niemand antwortet. Ja. Ich habe nur dieses Pass, dieses Plastikkarte. Ja, darf ich nirgendwo gehen, sogar ich darf nicht ein Konto öffnen. Mit das 5 Jahre Steuer bezahlen, darf ich nicht ein Konto öffnen extra. Ich bekomme keine Visa extra, keinen Pass. Nur mit dieser Plastikkarte kann ich nirgendwo gehen. Im Gespräch mit Focus Online erzählte der Mann, dass er seit Jahren versuche, an einen Pass zu gelangen. Da er sich nicht mehr anders zu helfen wusste, entschied er sich dafür, den NRW-Ministerpräsidenten anzusprechen. Ich weiß, dass gibt solche Leute, kann man unterhalten und reden und vielleicht helfen irgendwas. Und deswegen, ich finde, dass diese Leute, die sind die höchsten Leute in Deutschland, er hat Macht und vielleicht die helfen mich. Was erst drohte zu eskalieren, nahm noch ein versöhnliches Ende. Laschet versprach dem Mann, er werde Unterstützung von seinem Abgeordneten Matthias Mittelberg bekommen. Dieser bot unmittelbar an, in den nächsten Tagen mit dem Mann in Kontakt zu treten.